über Jahre hin einer der großen, großen Stars an der Volksbühne in Berlin. Einer der gefragtesten Kino- und Fernsehschauspieler. Vor allem zum Beispiel in den letzten Jahren preisgekrönt für den Film Alles auf Zucker. Herzlich willkommen, Henry Hübchen! Ich freue mich, dass es jetzt mal geklappt hat. Weg mit der Brille oder nicht aufsetzen? Nein, ich sehe sie so besser. Ja. Ist so, nur so eine Allergiebrille. Wirklich? Ja. Gegen Pollenflug? Ja. Haben Sie damit zu tun? Ja. Plötzlich oder schon immer? Schon immer. Und wie äußert sich das? Ab Februar. Ja. Haselnuss, Erle, Birke. Alles geht dicht, so langsam, Nase dicht. Ja, geht so langsam zu Ende. Und kann man sich da, wie nennt man das, dagegen? Haben Sie sowas nicht? Nein, zum Glück nicht. Ich höre, es kann auch später noch kommen, aber wenn ich es höre. Ja, ja, natürlich, im Alter. Wirklich? Ja, ja. Ist es bei, aber ich meine, wann ist es dann aber sonst, ja. Sieht doch besser aus, oder? Ja, es ist eine schöne, mir gefällt die. Ich habe da schon öfters Fotos damit gesehen und so, auch bei Preisverleihungen, ja, wenn so die Kollegen oben was sagen. Aber hat nichts zu sagen. Die Brille gibt so, so einen gewissen. Macht was her. Ja. Schon gesegelt in diesem Jahr? Ja. Wo? Oben an der Ostsee, kurz. Ja. Und gestern oder vorgestern, nee, gestern am Wannsee. Ja. So eine kleine Vereinsregatta. Aha. Ist es nicht schon noch sehr kalt zu sehen? Nee. Sie waren, das wusste ich wirklich nicht, das habe ich in der Vorbereitung gelernt, zweimal Surfmeister der DDR. Ist das richtig? Aber das steht doch in jedem Interview oder so, wenn irgendwas über mich steht, Surfmeister, meistens sagen sie Brettsegelmeister. So hieß es damals? Nee, ich habe es mal irgendwie erzählt, ja, dass auf den Urkunden stand immer Brettsegeln. Ja. Aber natürlich hat niemand im Osten gesagt, gehst du Brettsegeln oder wollen wir Brettsegeln? Das wäre vielleicht verdächtig gewesen, nein, oder? Ja. Durfte man denn im Osten bedingungslos Brettsegeln? Ich meine, nein. Nee, eben, eben. Also nur auf Binnensee, oder? Was durfte man im Osten überhaupt? Ja, was durfte man im Osten überhaupt? Was durfte man denn? Na, doch, sehr viel. Ja, eben. Also ich bin jetzt nicht hier, um über den Osten zu reden. Also Sie, man konnte nicht auf der Ostsee das segeln. Ist klar. Ja. Ja. Nur in Polen zum Beispiel durfte man auf die Ostsee. Ja. Also insofern war da doch die Ostsee frei. Die Polen haben es möglich gemacht. Ja, und das ist auch eine schöne Überleitung, denn Ihr neuer Film heißt Polnische Ostern. Ja. Ist ein schöner Film. Ich habe ihn heute Mittag auf TV. Haben Sie überlegt, ob er wirklich so heißt wie ihn doch? Ja. Nein, ich habe jetzt überlegt, ob es mein neuer Film ist, als ob es mein Film ist. Es ist der Film von Jakob Simnitzki. Das ist der Regisseur. Das ist der Regisseur. Ja, aber man und sagt ich spiele schon da so mein mit. Neuer Film, oder? Nein, nein, ja, nein, Sie spielen die Hauptrolle. Ganz toll. Ich habe es heute Mittag gesehen. Aber ich habe den Film nicht gemacht. Nee, aber Sie tragen diesen Film. Ja, ich trage. Ja. Sie spielen einen deutschen Rentner, der eigentlich, was mich ein bisschen erschüttert hat, antipolnisch eingestellt ist. Deshalb möchte er auch nicht, dass der Film gesehen wird. Sind Sie hier in der perfekten Sendung. Ja. Nee. Nein, nee, genau bin das Gegenteil. Ja, ich genau deshalb das hier, es ist ein junger Regisseur, gegen den Film zu sprechen. Warum? Ja, weil nicht wegen diesem antipolnischen, sondern weil ich da als Rentner arbeite, also so und möchte noch nicht. Ja, aber Sie spielen das toll, wirklich. Ja, nee, ich möchte aber noch nicht Rentner und werde jetzt in Zukunft nur noch Rentner spielen. Das möchte ich nicht. Ja, aber Sie spielen das ganz toll und man muss jetzt sagen, Sie haben ja auch eine Bettszene. Als Rentner? Ja. 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 Ja, aber die ist gut. Ich meine, es passiert ist nichts, gut, aber ja, man sieht, wie die. Man sieht, wie die Frau duschen geht. Ja. Ja, die polnische, ist es die Oma? Ja, aber es ist ja eine wahnsinnig attraktive Frau. Die Oma? Ist es nicht die Oma? Doch, es ist die Mutter des Bräutigams. Ist die Oma. Also die Oma des Menschen, dann gibt es eine große, eine ja, die Uroma. Aber gibt's die sieht man nur kurz mal auf der Couch sitzen. Mhm. Ja. Übrigens, eine super Schauspielerin, waren ja alles Polen um mich rum, diese Grażyna Czopowska. Ja, so heißt sie. Ja. Ja, es ist, hat mir der Regisseur gesagt, die ist sehr bekannt in Polen und ist so die Deneuf, die polnische Deneuf. Ja, 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 ja. Man vergleicht ja immer so. Ja. Hier ja auch. Der deutsche Hübchen oder so. Nee, der Mastroianni vom Prenzlauer Berg oder sowas. Aber wissen Sie, aber das haben Sie jetzt noch nicht gehört. Oder wahrscheinlich haben Sie schon gehört. Ich hab neulich Fotos von Ihnen gesehen als ganz junger Schauspieler. Mhm. Sie sahen aus wie Nureyev. Nein. Doch.
Doch. Dachte, das haben Sie noch nie gehört? Dachte eher wie Johnny Depp. Ja, gut, aber, ja, ja, aber der sieht ja auch in gewisser Weise aus wie Nureyev. Ja, nee, aber ja, wie Johnny Depp, da ist schon was dran. Aber wir müssen mal zu Hause Bilder suchen des jungen Henry Hübchen. Unglaublich. Aber der schlimmste Vergleich war, oder der beste auch, nicht Vergleich, sondern Bezeichnung, der AOK Pierre Brice. Wenn das Pierre Brice hört, ja, eben. Da lässt er sich erklären, was die AOK ist, und dann dreht er durch. Wirklich. Ja. Nichts gegen die AOK. Sind Sie Privatpatient? Die City-BKK ist ja jetzt gerade pleite. Ja. Meine. Wirklich? Meine. Nein. Ja. Ihre Krankenkasse? Ich bin also sozusagen vogelfrei. Aber besser gesagt, weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ja, meine Krankenkasse ist pleite. Wie haben Sie das gemerkt? Auf dem OP-Tisch? Oder? Wo? Nee. Wie merkt man das dann? Durch Rundfunkansagen. Ja. Ja, der Rundfunk hat es mitgeteilt. Ja, man sitzt zu Hause, so, lernt irgendwie Texte. Nee, sitzt im Auto so, ja, und denkt so, na ja, ja, einem kann nichts passieren. Terror ist zu Ende. Auf dem Weg, Weg zu dieser Regatta. Ja, wirklich? Ja, ja. Geht man dann irgendwie ein bisschen verkrampft auf den Segler, wenn man weiß, die Kasse ist pleite? Oder? Ist kein gutes Gefühl, aber ich habe ja vorgesorgt. Nämlich? Ja. Naja, ich war immer sparsam. Ja. Und habe ein Vermögen angesammelt. Durch Theaterspiel nehme ich an. Durch Theaterspiel. An der Volksbühne. Genau. Zahlt der ja Kastorf wirklich so wahnsinnig hohe? Wahnsinnig hohe Gagen. So? Ja, ja. Also ernsthaft jetzt, es gibt da fast nichts. Ja. Nur die Ehre. Ja. Aber deshalb habe ich ja auch da aufgehört. Ja. Aber ich bedauere das, weil Sie sind eine Sensation auf der Bühne. Das heißt jetzt offensichtlich nach Athen. Nein, Sie sind, irgendwann werden Sie wieder spielen. Wirklich. Wann denn? Warum nicht? Mit 80 oder was? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ist in Theaterspielen so anstrengend? Ja. Also diese Art Theater, die wir da praktizieren. Fünf Stunden, muss man ja sagen. Extrem körperbetont. Und, ja, körperliches Theater. Also sehr, ich kann auch nicht anders. Und deshalb, weiß ich nicht, so Standbein, Spielbein dastehen und Texte sagen. Das war doch nie Ihr Ding. Noch nie, nee. An der Schauspielschule haben Sie gesagt, der wird mal Tänzer oder sowas ähnlich. Nureyev. Aber, ja, 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 ja. Sie waren auf dieser berühmten Ernst-Busch-Schule. Die hieß damals noch Staatliche Schauspielschule Berlin. Ja. Und war das so richtig, so mit sehr viel Wert auf Technik und Handwerk gelegt in erster Linie? Wenig rumpsychologisiert? Ich habe das vergessen, wie diese Schule war. Ich war damals mehr mit meiner Freundin beschäftigt. Kennt man die auch noch? Nicht mehr. Nicht mehr? Also, die, ja, nee, ja, doch, nee. Das war, glaube ich, so. Also, die hat mich betrogen damals, ne? Kennen wir den mit dem? Nee, auch, ist egal, aber mit einem Kameramann. Die hat damals schon Filme gemacht. Und natürlich ist ein Kameramann ist immer ein Objekt der Begierde. Ja, das sind doch die Abschlepper, ja, oder? Man denkt immer, es wären die Hauptdarsteller, es sind die Kameraleute, die Assistenten. Der Kameramann eigentlich ist ja so, Regisseur macht zwar den Film, aber ja, hat dann immer doch mehr Zeit. Aber der Kameramann muss Licht machen, muss ja immer und nimmt eben auch auf. Entscheidet, wie sie aussieht. Genau, ja, genau. Ja, ja. Gut, schneiden muss man auch noch. Ja, okay. Sieht man hier bei Ihrem ja Einspieler mit... Ja. Mit Schmidt und ja Scholatour, da sieht man zum Beispiel, dass man nicht spielen muss. Ja. Man ja muss nur gut geschnitten werden. Ja, ja. Und man muss darauf vertrauen, dass der Atem trägt. Zum nicht? Beispiel, ja, ja. Sollen wir uns mal einen Ausschnitt aus dem Film anschauen? Ja, bitte. Eine schöne Szene, wo Sie einkaufen gehen in der Apotheke in Polen. Was sind denn das für Tabletten? Przepraszam, ale nie mogę ich panu sprzedać bez recepty. Nein, nicht Rezept. Opipramol. Wogegen ist das oder wofür? Das sind bardzo silne leki antidepresyjne. Antidepressiva? Tak, jest very strong. Hey, Kamerad. Brauchst du Hilfe? Nee. Ich nehme jetzt noch das hier, bitte. Du kaufst? Reservative? Nein, die sind nicht für mich, die sind für einen Freund, weil die ja so billig sind. Bist du sicher, dass dein Freund Schokoladengeschmack wollte? Ja, am 12. Mai startet der Film. Jetzt haben Sie ja gesehen, dass wir Sie hier verehren und würdigen. Und Sie ja, verehren mich. Ja, alle. Das Publikum weiß ich nicht. Doch, oh, das war klar. Jetzt war der Buben. So, ist das bei Frank erlaubt, ja? Ja. Und
Ich habe Ihre Lieblingssängerin eingeladen für Sie, von der Sie vielleicht bisher nicht wussten, dass sie es ist. Aber ich glaube, dass sie Ihnen gefallen. Schon mal gehört, Imelda May? Nein. Eine junge, wirklich großartige Sängerin aus Irland, die jetzt live bei uns auftreten wird. Ja? Ja. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu Gast verbleiben sitzen. Ist für Sie eine Musik, die Ihnen bestimmt gefallen wird. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wiederkommen beim nächsten Film. Ich finde Sie ganz wenn toll. Wenn Sie noch leben und... Ja. Oh, dann. Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren.